Hallo, hier ist Martin von Money Monkeys, das ist die DAX-Analyse für nun Donnerstag, den 2.9.2021. Und ja, eure Einsätze bitte. Und nichts geht mehr, denn unser DAX hat zum Monatsauftakt einfach das gleiche gemacht wie am Vortag und zwar fast identisch sogar. Also auch wenn man die Bewegung jetzt hier sieht, das kommt dem wirklich sehr nah. Das Hoch ist ein bisschen tiefer gewesen, das Tief ist ein bisschen höher gewesen, also es ist von der Spanne kleiner gewesen, aber von der Bewegung fast identisch. Wir sind reingekommen über der 15.900. Die sollte uns dann durchaus nochmal hier hochbringen können. Richtung 16.020, 16.065 und mehr. So hat man es gesagt. Und dann hat er hier oben ein Verkaufssignal gesetzt. Ne? Im Stundenebene, ich glaube, ich weiß gar nicht, wann hat man es im Chat bei uns geschrieben? Oh, ich glaube 15.49. Doch, ich glaube 15.49, ne, war auf Stundensicht. Umkehrsignal fertig, ja, und dann hat er es gleich gemacht wie am Vortag. Sich komplett bis nach unten durchgefühlt, nirgendwo unten irgendwo mal ein Dings gemacht und sich erst an der 15.87, die wir dann als, ich sag mal, so zweites Ziel von unten hatten. Also wir hatten dann geguckt, dass wir auf die 900 zielen, auf die 87 und die 37 und hat auf der 87 ist dann deutlich stabilisiert, ist auch auf den Rücklauf, das 58. Das hat alles ganz gut reingepasst, hat aber nichts mit der Analyse zu tun gehabt, die wir hier gemacht haben. Das muss man schon ganz klar sagen. Also das ist definitiv ein Tag gewesen, wo man hier mit, ich sag mal, eher mehr mit Reagieren beschäftigt ist. Also ich weiß auch nicht, also so viele Updates wie jetzt zum Mittwoch haben wir auch nicht oft bei uns drin halt, ne? Aber der musste die ganze Zeit ja dem Kerl hier nachkorrigieren, weil er eben nicht oben raus wollte. Nicht über 15.900 hier raus. Eben nicht durch halt, ne? Diese kleine Krepel so. Demzufolge müssen wir jetzt ein bisschen gucken, was wir jetzt hier mit unserer Analyse machen. Also, dieses Bild, was ich gezeichnet habe, passt so weder oben noch unten jetzt rein. Also sowohl, das passt auf keiner Seite mehr rein, weil man kann nicht sagen, der macht jetzt noch diese Route fertig. Das passt nicht. Weil die basierte ja darauf, dass die erste Welle hier dann auch hier bricht und er dann das noch eine zweite Welle macht. Da jetzt zu sagen, das kommt jetzt noch, das passt nicht. Das passt einfach nicht. Das sieht eher wie ein Dreieck aus. Und das würde natürlich zum Donnerstag jetzt Spielraum geben, hier nochmal zwischendurch zu schlagen. Allerdings würde ich den Spielraum abgrenzen, denn wenn unser DAX hier jetzt anfängt, tiefer zu stoßen und ich sag mal auch so unter 57, unter 37 geht zum Donnerstag, dann hat er schon das Potenzial, bis hier runter durchgereicht zu werden. Ja, also dass man sagen könnte, hier den Platz, den hat er einfach halt. Ne? Das kann er sich holen. Dass er bis 37 geht, bis 37 und dort wieder nach oben macht oder dann eben halt hier unten auch richtig weggeht. Und deswegen würde ich hier schon aufpassen, wenn der unter der 87, unter der 57 verschwindet, dass man dort einfach guckt, dass man einen Plan, dass er ein bisschen Übertreibungspotenzial haben kann. Und das würde Richtung dieses Tief gehen und bestimmt tiefer, ne, dass er da drunter sticht. Also so eher so in dem Bereich um 15,55, wenn er auf der Unterseite übertreibt. Aber das auf der Unterseite würde ich gar nicht so in die favorisierte Route reinnehmen. Ich ziehe das jetzt mal alles ein bisschen, dass wir hier ein bisschen Freiraum kriegen. Weil wir können hier oben auf jeden Fall sagen, geht er oben raus. Jetzt komme ich da nicht ran, hä? Geht er oben raus, hat er definitiv das Potenzial, dann jetzt wahrscheinlich auch direkt da durchzuziehen. Ne, da braucht er jetzt diesen Umweg über die 60 nicht mehr, über die 1660. Ja, sondern könnte sich wahrscheinlich direkt erstmal dann an die 1,20 raushauen, wenn er zum Donnerstag oberseitig übertreibt. Das kann durchaus auch in den Freitag reingehen in die Bewegung. Ja, aber das würde sich hier abgrenzen und dazwischen sollte man insbesondere zum Donnerstag, wenn er jetzt nicht unten rausgeht oder auch nicht oben rausgeht, würde ich zum Donnerstag fast sowas einplanen hier in die Richtung. Ne? Dass er hier vielleicht noch kurz anzieht, dann sich auskontert. Volle Möhre wieder zurückmacht und das auch mit gut Knack und dann dort erstmal auch wieder zurück. Ja, und so wie die Amplitude hier momentan ist, muss man es sogar ein bisschen ranziehen, es wird schneller gehen, es wird wahrscheinlich in die Richtung gehen und würde dann daran enden, dass es sich hier ein Dreieck festrennt, was zur Seite noch ein bisschen aufbaut die Woche. So, also das würde ich zum Donnerstag ein bisschen im Blick haben.
Habe aber definitiv unterhalb die 37 halt. Das ist so, die ist mir schon so wichtig halt. Ne? Die würde ich mir noch ein bisschen angucken. Die 67 ist jetzt wichtig, die 37. Der Bereich zwischen 67 und 37. Also ich denke, da wird sich am Donnerstag entscheiden. Dreht er sich dort nach oben, bringt er eine grüne Stundenkerze rein. Kann ich mir vorstellen, dass sie den bis 949 wieder hochziehen. Das glaube ich schon. Das würde gut reinpassen. Würde dann auch einen Dreiecker geben hier. Von dort wahrscheinlich erstmal wieder runter. Und geht da unten raus, macht die schöne rote Stundenkerzen raus, vielleicht auch eingeleitet mit Abwärtsgap wäre gut halt, ne? Abwärtsgap unter 67 wäre schon mal gut, dann ein Stundenschluss unter 37 und dann hätte hier unten erstmal Bewegungsspielraum frei. Frei auf 6,70, frei auf 600, frei auf diese 5,50 hier. Das wäre auf jeden Fall unterseitig erreichbar, wenn wir weiter treiben. Und ich sag mal, wie sag ich? Nee, wir lassen es so, wie wir es gesagt haben. Bringt er hier eine grüne Stundenkerze, dreht sich hier nach oben oder arbeitet hier grundsätzlich einen kleinen Konter aus, ne, indem er sich wieder über die 850 schiebt, dann hat er Platz hier zurückzulaufen. Ne, von dort würde ich trotzdem erstmal wieder Gegenwehr einplanen, weil den Ausbruch auf der Linie, den hat er nicht hingekriegt, den hat er nicht sauber gemacht, das ist einfach Rotzer. Ne, da brauchen wir jetzt nicht nochmal einen neuen Pfeil ransetzen aus Ausbruch. Wichtig wäre mir, wenn er dann da oben die Hochs mal rausnimmt, wenn er die 16.000 einfach abgearbeitet kriegt. Wenn er da anfängt, höhere Hochs reinzustellen jetzt, ja gerne, dann geht er weiter. Dann macht er 16.20, 16.65, 16.21, vielleicht auch noch höher, dann Richtung 16.32, das ist den Spielraum, den hat er. Hier dazwischen ist er für mich neutrale Schlachtzone. Ne? Also momentan klopfen sie sich ja hier die Dinger wirklich hin und her. Und solange das jetzt nicht unten oder oben aufgelöst ist, kann das auch noch mal weitergehen. Ne? Und deswegen würde ich würde es so eigentlich, genauso wie wir es jetzt hier drin haben, das würde gut reinpassen. Ne? Auch wenn die Analyse von gestern jetzt, ja, muss man ja so ehrlich sein, ne? War ein bisschen für die Tonne gewesen. Ich meine, klar, er hat über 900 schön angezogen, ne? Also das war auf jeden Fall sichtbar. Das haben wir auch gleich so gesagt. Wenn er runter will, dann muss er unten langziehen. Ne? Das heißt, wenn er stärker reinkommt, wenn er sich hochdrückt, dann hat er durchaus das Potenzial, hier wieder komplett das abzulaufen. Und dann hätte man hätte einfach bloß das Umkehrsignal achten müssen, was dann hier reingekommen ist. Ne? Und dann halt wieder die unteren Ziele rauskramen. Gap Close und so weiter. Und nichts anderes hat er getan. Ne? Das ist auch das, was wir auch immer wieder sagen halt. Ne? Ein bisschen gucken. Am Ende kann er alles machen. Wir geben ihm mit der Analyse ein, ich sag mal, ein typisches Muster vor. Wir gucken uns die Sachen an, die er am typischsten macht. Aber er kann natürlich machen, was er will. Geht den Tag. Das ist auch gar nicht das Ziel der Analyse. Also, was heißt, das ist schon das Ziel der Analyse, so oft wie möglich ihm quasi das auch so exakt wie möglich ein bisschen einzugrenzen, diese Varianten. Ne? Aber der Zielanspruch, jeden Tag das zu treffen, der ist es definitiv nicht, weil das kann auch gar nicht sein. Es kann nicht sein, dass der DAX jeden Tag exakt sich immer dran hält. Und deswegen ist es wichtig, dass man auch auf die Signale ein bisschen, dass man auf die Kerzen ein bisschen guckt. Ne? Also sieht man Stärke, sieht man Schwäche, schiebt er durch, drückt er sich nach unten, überrascht er, läuft er in der Erwartung, handlich die Erwartung, geht er raus, ziehe ich mich zurück, gucke mich vielleicht oder pass mich dann halt eben entsprechend auch an. Ne? Und ja, gut, aber ich glaube, das wisst ihr alles, das kennt ihr alles, ihr guckt ja auch nicht den ersten Tag hier zu, das sollte niemandem neu sein. Fakt ist, wir haben oben nichts gekonnt, unten nichts gekonnt, ne? Das wollte ich bloß damit sagen. Er hat weder die Analyse oben raus noch unten raus angenommen, nichts von beiden angenommen und von daher machen wir das hier zu. Wünsche ich euch viel Erfolg zum nun Donnerstag, plan ein bisschen Bewegung ein. Tagesschart ist unverändert, bleibt gleich, gibt oben kein Signal, gibt unten kein Signal, unverändert, haben wir gestern schon gesagt, nach so einer Tageskerze kann er auch komplett auskommen. Das ist das überhaupt nichts gekonnt, aber die Bänder stehen so unheimlich eng, dass ich denke, dass sich unser DAX vor der Bundestagswahl nochmal richtig schön in Bewegung reinzwingt. Und wir kriegen gerade richtig schön Bewegung. Wir kriegen wieder richtig schön Bewegung. Also ignoriert das nicht. Ich habe euch das versprochen fast schon. Ne, wo wir jetzt die ruhigen Tage haben, habe ich gesagt, Vorsicht, Vorsicht, das ist nicht üblich. Das passt auch nicht auf die Wochen. Verfall ist durch und so weiter. Jetzt geht es auf September zu. Da kommt Bewegung rein und zack, 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 da ist er. Und das auch nicht erst seit heute. Der war jetzt hier, hat jetzt schon immer mal richtig schön rumgeschlagen. Immer genau dann, wenn wir gesagt haben, Vorsicht, der letzte Tag war sehr ruhig, da kommt jetzt bestimmt was. Und wenn ich den Tageschart sehe, dann ist er bereit. Der ist bereit loszulaufen. Der muss sich jetzt bloß für eine Entscheidung, für eine Richtung entscheiden. Ne? Aber der ist bereit, bis zur Strecke zu machen hier. Der fertig, guckt euch die Bänder an. So eng, das kriegt er nicht gehalten.
Ja, also da gibt es noch vor der Wahl. Da gibt es noch vor der Wahl gut Bewegung und vielleicht mit der Wahl dann in die andere Richtung den Konter zurück. Würde gut reinpassen, ne? Also vielleicht absolut hoch und dann kommt Rot-Grün oder keine Ahnung und kracht alles in sich zusammen oder auch andersrum wäre es fast noch passender, ne? Fällt vor der Wahl unter die 200-Tage-Linie, dann wird Grün gewählt, alle sagen sich, oh Gott, was passiert jetzt mit den Finanzmärkten, Steuern werden erhöht und so weiter und so fort und was passiert, der Markt rennt nach oben und dann hat man wieder dieses klassische, was man eigentlich immer hatte am Markt, wo die Leute alle dastehen und sagen, wie bekloppt ist das denn? Ja, genau, jetzt steigen die Märkte, obwohl ja die Steuern erhöht werden und Kapitalertragssteuern erhöht werden und bla und blub. Und dann versteht es wieder gar keiner. Das würde auch gut reinpassen. Das würde auch gut reinpassen. Aber so wie die Tagesbänder stehen, so wie die Bollinger-Bänder stehen, dürfen wir hin zum Verfall, zum Septemberverfall auf jeden Fall Bewegung erwarten. Aber sie geben uns noch kein Go auf einer Seite. Also es hat getriggert noch nicht oben an, triggert noch nicht unten an. Es zeigt erstmal nur an, dass hier Bewegung kommen wird jetzt, ja. Gut, damit Video zu. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin. Tschüss.